Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Adania. Tja, ich wünsche euch allen eine frohe Weihnacht. Wir haben heute den ersten Weihnachtstag und ich möchte euch ein bisschen was zeigen. Ich bin fleißig gewesen, aber bevor wir jetzt nach hinten reisen, möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar habe ich so ein Büchlein bekommen. Frohe Weihnacht heißt es und es ist von Stella Cell. Da, Stella Cell, Original. Ich weiß nicht genau, wann sie mir das jetzt hier ins Inventar gepackt hat. Es war plötzlich einfach da. Kann sein, dass sie mir das zugeworfen hat. Ich habe es nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Ich bin etwas abgelenkt gewesen in letzter Zeit. Ich habe fleißig gebaut und ich hatte ja auch nicht so viel Zeit. Vom Tag vor Weihnachten auf den ersten Weihnachtstag ist dann doch nicht so viel Zeit. Und wenn man ein ganzes Weihnachtsdorf bauen möchte, ja. Nun gut, schauen wir uns mal das Buch an. Was hat Stella denn so Schönes geschrieben? Seite 1 von 4, Weihnachtsgrüße vom Adania Server Team. Das ist schon mal nett. Grüße zurück, weihnachtliche Grüße natürlich. Lieber Freyag, dieses Jahr warst du wieder ein besonders netter junger Mann. Junger Mann, oh danke. Der Weihnachtsmann hat uns Geschenke für dich mitgegeben, da er es nicht rechtzeitig geschafft hat, alle User zu beschenken. Okay, klar, der ist hier hinten im Dörfchen, ne? Übrigens, den Weihnachtsmann hinten aus dem Dorf habe ich nicht rausgekriegt, noch nicht. Ich glaube, der will selbstständig dann rübergehen. Aber das dazu später noch mehr, ne? Ebenfalls wollte Rudolf bei dir auf der Farm weiterleben und so hat der Weihnachtsmann ihn bei dir gelassen. Smiley, ach, das ist nett. Kümmere dich gut um den Jungen, er braucht gelegentlich neues Heu und gebürstet müsste er auch werden. Unter deinem Baum findest du deinen Geschenkesack. Wir wünschen dir noch ein besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019, Smiley. Die Weihnachtselfen vom Adania Server Team. Oh, Weihnachtselfen, das ist so lieb. Das ist so lieb. Oh Mann. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Weihnachtselfen uns dagelassen haben. Und dazu reisen wir direkt mal ins Villagerdorf mit dem Weihnachtsexpress. Ich muss zugeben, hier ist es jetzt nicht ganz so weihnachtlich, von der Optik her. Aber mit so einem Büchlein im Gepäck fühlt sich das Ganze ganz weihnachtlich an, würde ich sagen. So, man hat es da hinten schon irgendwie so ein bisschen gesehen, ne? Moment, Burek und so. So, so. Und dann gehen wir hier vorne hin und... Tada! Rudolf, the Red-Nosed Reindeer! Und der ist... Hi! Und besteht aus zwei... Menschen. Nein, nein, nein. Das sieht ganz toll aus. Ne? Ist ein ganz toller Rudolf. Ich habe hinten auch einen gebastelt. Meiner ist bei weitem nicht so akkurat und so schön wie dieser hier. Oh Mann. Und hier ist ein Geschenk. Unterm Baum. Tatsächlich. Und da habe ich noch überhaupt nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Ich klicke mal drauf und dann gucken wir mal, was Geschenk gab. Kann man das vielleicht noch fürs Weihnachtsdorf benutzen? Ich klicke einfach mal drauf. Weihnachtsgeschenke für Freyag. Freyag. Wow. Und Feuerwerksrakete. Oh, die können wir gebrauchen für Silvester. Ein Adania-Kakao. Oh, lecker. Ganz lecker. Oh, Schnelligkeit, Eile, Stärke. Oh, die sind fantastisch, ne? Und adanianischer Kakao. Das ist ein bisschen anders, ne? Als Adania-Kakao. Das ist nur so adanianisch. Auch schön, ne? Hier 45 Sekunden Regeneration, 5 Minuten Schnelligkeit, 3 sogar. Was hat der hier? Schnelligkeit, ja, normal, ne? Wow. Christmas Ball Ornament Purple. In Purple, 16 Stück. Die nehmen wir sofort mal mit. Oh, klasse, ne? Weihnachtspinguin für Freyag. Ach, wie süß ist das denn? Oh mein Gott, der muss ja sowas von mit. Gosh. Und Feuerwerksrakete Flugdauer 2. Und hier, was haben wir noch alles? Silvesterrakete Typ 5, ne? Kleine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es besteht keine Gefahr für Kinder. Na gut, okay. Das ist ja fantastisch. Oh, vielen Dank. Vielen Dank, ihr Weihnachtselfen. Freyag. Wo kann man sowas anbringen, ne? Wo kann man sowas anbringen, ohne dass es irgendwie selbstverherrlichend und völlig bescheuert wirkt? Aber saulieb, saulieb. Hier vorne, glaube ich, ne? In großen Lettern, Freyag. Oh Mann. Na, ich muss mir dafür was einfallen lassen. Oh, super. Und wir haben hier schön neue Sachen, ne? Die wir hinten direkt mit... Na, jetzt komm schon. So, so. Dazu steigen wir wieder in den Weihnachtsexpress und es geht einfach mal weiter, ne? Hier Richtung Weihnachtsdorf. Ich habe es immer noch nicht geändert. So, aber jetzt zum Weihnachtsdorf. Und klick, genießen wir die Show. So, waffnen wollte ich mich nicht. Oh,
sieht das hier jetzt aus? So sieht das hier jetzt aus. Und an all diejenigen, die ich im Chat ignoriert habe, ja, weil ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass ich angeschrieben wurde, tut mir leid, ja, ich wollte euch nicht ignorieren. Ich war hier dermaßen beschäftigt mit dem ganzen Kram. Ich zeig's jetzt auch mal konkret, wie das alles hier funktioniert, aber vorher, was mir aufgefallen ist, auf Truhen landet kein Schnee, aber auf diesen Schulkerboxen. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn man die in den Boden einlässt, im Schneegebiet, komplett verstecken. Nö. Ich pack das Buch mal hier auf Seite. Aber man kann hier oben nicht auf die Schulkerbox zugreifen. Ich klicke gerade drauf, es klappt nicht. Man braucht also so eine freie Stelle. Also das hat natürlich auch seinen Haken. Wenn sie aufgeht, geht der Schnee aber auch nicht weg. Ne? Das, also man könnte so irgendwo einen Schatz vergraben. Vielleicht sogar für ein Rätsel. Ja, dass man sagt, hier an der Koordinate, da liegt ein Schatz. Und dann irgendwie im Schneegebiet. Und dann ist einfach so eine Schulkerbox. Wenn andere natürlich auf so eine Box zugreifen dürfen. Ja, wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich fand das ganz interessant, ja, dass es so ist. So, kommen wir also zum Dorf. Wir fangen vorne an. Vorne ist in diesem Fall bei diesem Weihnachtscreeper, der wahrscheinlich ganz friedlich ist. Ja. Okay, so viel dazu. Hier vorne. Das hier ist so ein Rohgeschenk. Ja. Das ist im Grunde einfach nur so ein bisschen Wolle in der beliebigen Farbe. Dann wird dieses Band angeschmissen. Ja, die Wolle, das ist ein bisschen jetzt Schnee drauf, aber ist nicht schlimm. Der Schnee wird einfach mitverarbeitet in das Ganze. Dann kommt er hier vorne in diese magische Box rein. In diesem wunderschönen Geschenk. Da geschieht ein Wunder. Das erste Wunder. Kommt hier vorne wieder raus und dann haben wir schon mal sowas hier. Ne? Sowas hier in einer beliebigen Farbe schon mal sowas anverpackt. Dann fährt das weiter. Hier vorne sehen wir noch so ein Geschenkchen. Ne? Ach, komm schon. Ich bin so hart. Au, au, au. So, ja, Liebe zu Weihnachten, ne? Die wollen mich alle lieb haben, ne? Oh Mann, ich glaube, das war's jetzt. Ich sehe gerade keine mehr. Okay. So, dann fährt das hier rein, geht da wieder in die Box und so weiter. Und so wandelt sich das Ganze. Und hier macht es wieder einen Schritt zurück, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, was ich mir dabei gedacht habe. Wieso ist das denn hier und das da drüben so? Naja, auf jeden Fall, das, ja, ihr könnt euch das ja denken, ne, so und so, und dann geht es ja weiter, und ja, das, da kommt immer mehr rein ins Geschenk, ne, immer mehr rein ins Paket, und hier vorne ist schon ganz voll, da quillt schon der Deckel fast schon wieder ab, und ganz am Ende kommt dann das bei rum, das ist ein fertiges Geschenkchen mit allem drum und dran, das fällt dann hier in diese Box rein, in diesen Trichter, ne, ist ja kein Trichter, Cauldron, hier haben wir meine Rudolph-Version, ich, ja, ne, ne, es funktioniert, würde ich sagen. Es ist okay. Ach, ja gut. Dann haben wir hier den Schlitten vom Weihnachtsmann. Wir gucken mal kurz oben rein. Hier wird der ganze Kram dann entleert und hier kann man sich hinsetzen. Also der Weihnachtsmann, ne? Man selbst natürlich nicht. Ich zeig's aber nur nochmal demonstrativ. Es geht aber nicht, weil ich irgendwas, ich weiß nicht, habe ich irgendwas in der Hand oder? Ah ja, genau. So. Dann sitzt hier der Weihnachtsmann. Da vorne sieht man noch so ein bisschen von Rudolf. Und dann fliegt er so hier über diese Welt und verteilt die Geschenke. Ja. Stehen wir wieder auf. So. Ja. Gut, hier kann er ein bisschen angeln. Hier müssen die Weihnachtsfische noch rein. Das habe ich nicht mehr geschafft, Weihnachtsfische hier reinzubringen. Es ist auch alles tiefgefroren. Ich glaube, die würden sich gerade nicht so richtig wohlfühlen. Das müsste ich dann einfach die Tage nochmal erledigen. Genau wie den Weihnachtsmann, der hinten noch im Villagerdorf ist. Der hat sich noch nicht hierüber bequemt. Aber schon mal ein paar seiner helfenden Elfen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist das Haus vom Weihnachtsmann. Und da gehen wir dann einfach mal rein. Man kann es ein bisschen durchs Fenster schon sehen, aber... Moment, ich... Nein. So. Oh ja, wir gehen hier rein. Und hier vorne haben wir die Elfen. Grinch, ne? Oder ist das doch? Der Grinch. Und die Elfe, ich glaube, die diskutieren geradeaus, wie das hier läuft. Dann haben wir einen schönen Kamin und so weiter. Es ist jetzt nicht großartig eingerichtet, ne? Hier vorne habe ich auch mein Homebed jetzt gesetzt. Das heißt, ich spawne immer im Weihnachtsdorf derzeit. Ne? Aber es ist klein und gemütlich. Der Schrank halt, wie man es kennt, auch sehr geräumig, muss man sagen. Da ist nichts drin. Der Weihnachtsmann ist ja, wie gesagt, gerade unterwegs. Hat seine Sachen wohl mit im Villagerdorf. So, gehen wir mal zu. Oh, ich bin auf dem See. Okay. Also ich finde das Häuschen irgendwie gelungen. Also ich habe jetzt nicht... Oh, das ist nicht so gelungen. Also ich habe jetzt hier wirklich richtig Gas gegeben, um fertig zu werden, aber... Für so ein, ich sag mal, 3-Stunden-Projekt finde ich das gar nicht so schlecht geworden. Ne? Also ich würde sagen, kann man nehmen so. Kann man nehmen. Mir gefällt's. Und vor allem auch der Baum gefällt mir. Es ist das Beste, was ich jetzt so hinbekommen habe. Ich denke, es ist auch in Ordnung. Vor allem hier unten mit dem roten Teppich davor finde ich das richtig schick.
Und natürlich die Kugeln. Wo wir jetzt noch ein paar mehr Kugeln bekommen haben, ne? Hier, Christmas Ball. Oh ja. So, ich mache das einfach völlig random. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich hätte gerne da ganz oben eine Kugel, ja. Oh, schön, ja. Sehr gut. Wo fehlt noch eine? Hier. Na, dann geht der Schnee weg. Aber ist nicht schlimm. Dann hier unten. Na, hier sind so viele schon. Ist egal, ne? Machen wir da noch eine hin. Und hier oben noch eine. Oder da. So. Boah, sind das viele. Hier, dann haben wir es echt symmetrisch. So, ich glaube, das reicht. Ne, hier vorne haben wir noch keine. Da hin, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder hier, doch für den Schnee, ne? Kommen wir mal den Schnee da weg und dann machen wir uns da hin. Boah, also ich finde den Baum klasse. Schön, schön. Ach, und während ich hier am Basteln war und am Bauen war, hat es hier wunderschön geschneit. Ganz oft, ne? Diese Lämpchen hier im Boden, die machen natürlich den Schnee ein bisschen weg. Finde ich aber auch nicht verkehrt. Wenn hier alles einfach nur weiß ist, dann wirkt das auch nicht, dann wirkt das zu eintönig. Hiermit hat man richtig schöne Akzente, zumal durch die passive Beleuchtung ist es auch ganz nett hier. Übrigens, die Geschenke haben jeweils oben auch eine Lampe drin. Das heißt, die sind auch alle beleuchtet. Und hier der Schneemann, der ist völlig ungefährlich, da kann man den auf den Bauch drücken, so wie man will. Da wird einem nicht diesig, also das sind Schneemänner, so wie ich sie mag. Nicht wahr? Ja, er lächelt. Ihm gefällt's hier. Und mir auch. Oh Mann. Jetzt muss man nur noch überlegen, wie man hinten den Weihnachtsmann dazu überreden kann, hier rüberzukommen und hinten die Weihnachtselfe vielleicht auch noch. Und dann dürfen die hier leben. Und das ganze Jahr über ist ja hier Schnee, das heißt, das ist hier sozusagen der Nordpol dieses Grundstücks. Ah. Sonne geht auf, aber hier knurrt es die ganze Zeit. Ich glaube, unter mir ist irgendwas. Eine Höhle oder so. Oh Mann, oh Mann. Ist das schön. So, und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen zum Spawn. Schauen uns da noch ein bisschen um. Spawn. So. Gibt's hier irgendwas Neues? Mal schauen. Ich glaube nicht. Hm. Man kann hier nochmal vergleichen. Da drücke ich nicht drauf. Die Ärmchen sehen in meinem Texture Pack nicht so gut aus. Naja. Aber ich glaube, Neues gibt es hier nichts, ne? Nee, aber wo ich jetzt trotzdem mal noch mit euch hin möchte. Noch eher. Moment. Da war ich nämlich, um Wolle zu kaufen. Shop, reicht das? Ja. Und zwar hier, das hier ist der Admin-Shop. Man kommt wohl auch regulär hin. Also hier kommt man her. Ich weiß nicht genau, wo man hier ist. Ah, da hinten ist das Pferd. Okay. Gut, hier geht's dann rein zum Admin-Shop. Und hier könnt ihr alles kaufen, was euer Herz begehrt. Hier stehen, glaube ich, ein paar Regeln oder so. Hm? Ja, dann können Items verkaufen, gekauft werden. Genau. Provisorischer Teleport in Dekoköpfen. Aha, okay. Dekoköpfe habe ich jetzt keine weiteren gekauft. Und wenn man jetzt hier sich umschaut, hier gibt es wirklich eine ganze Menge, hier kann man im Grunde alles kaufen. Ja, ich bin hier mal so ein bisschen durchgelaufen und ganz hinten habe ich dann die Sachen gefunden, die ich gekauft habe, die ich brauchte. Hier kann man auch seine Schulkerkiste abstellen. Super praktisch. Hier stand auch letztes Mal noch eine. Die wurde mittlerweile abgeholt. Was ist das hier? Ach, das ist okay. Ja, an Weihnachten sehen die Kisten halt so komisch aus. Und dann sehen die Endertruhen genauso aus wie die normalen Truhen. Feierabend Bier oder Kasten? Das schleppt er alles, ne? Und was sagt Sandu? Vorwärts, Jungs, nicht schlapp machen. Er trägt die Verantwortung. Der Markt, ne? So könnte man auch schon am Freijag. Bewegt euch, nicht bummeln. Ja, das sind genau die richtigen Leute, ne? Einer trägt und der Rest dirigiert. So, und in diesem schönen, wunderschönen Konstrukt gibt es dann halt auch die Wolle. Zu günstigen Preisen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kann man es hier einfach kaufen und da habe ich mich so auch nicht bedient und habe richtig eingekauft. Ich hab's ja, ne? Ich hab's ja. Was war hier noch? Ah, hier ist dieses Concrete-Zeug, ne? Das habe ich nicht gekauft. Aber schön, in allen Farben. Also wenn er was braucht, hier kriegt das und ich meine, 128 zum Kaufen ist okay. Hm. So, und hier habe ich mich bedient. Terrakotta. Hier aus diesen zwei Farben ist ja auch das Haus des Weihnachtsmanns. So, nochmal schnell so eine Weihnachtsgans reinziehen. Njam, njam, njam. Oh, lecker.
Seit Stunden esse ich nichts anderes. Oh, wir haben ja noch den Pinguin. Und wir haben noch Knut. Den müssen wir noch ins Dorf bringen. Den bringen wir noch schnell ins Dorf. Das machen wir jetzt noch. Habe ich ihn vergessen? So. Aber das wollte ich wenigstens mal gezeigt haben. Weil ich das hier echt gut gemacht finde. Das ist ein wirklich schöner Shop, ne? Mit unglaublich viel zu entdecken. Könnt ihr ja selbst mal herkommen. Hier haben wir noch einen. Was schreibt er? Gold, mein Schatz, wir brauchen es. Oh ja, er trägt auch fleißig. Oh Gott. Was kann man hier kaufen? Schilder? Auf jeden Fall eine ganze Menge. Ah, hier vorne. Das ist gut. 300. Der Quarz. 300, ne? Auf jeden Fall teurer als bei EK. Also die besten Preise sind das ja nicht, ne? Dann gehe ich doch lieber in Lidl kaufen. Na, dafür bekommt man hier alles, ne? Ist ähnlich wie der Globus. So. Mal zurück. Also, Home. Bed. So, und natürlich wachen wir im Bett des Weihnachtsmanns auf, ne? War eine wilde Nacht gestern. Oha. So, ja. Wo packen wir denn unseren Pinguin rein? Hier vorne irgendwo, ne? Hier vorne. Hier, macht sich hier schön am Feuer gemütlich. Irgendwo hier, so in die Ecke hat er sich da verkrochen. Der Weihnachtspinguin. Oh, ist er süß. So, und Knut. Wir haben hier hinten jede Menge Knuts rumlaufen. Oh, hier vorne, das ist irgendwas Böses, glaube ich. Aber da hinten sind jede Menge Knuts. Die könnte man natürlich auch mit alleine holen. Aber, ich meine, jetzt haben wir schon mal hier den guten Knut. Packen wir mal hier vorne hin und gucken, ob er sich wohlfühlt. Und es ist wirklich ein Knut. Super! Ja, herzlich willkommen! Wunderschön. So. So, eines möchte ich noch ganz kurz dazwischen werfen. Ich habe im Anschluss gemerkt, dass ich das letzte Adventstürchen ja gar nicht geöffnet habe. Und das werde ich jetzt einfach irgendwo mit in die Aufnahme hineinquetschen. ja, und deswegen machen wir das direkt mal. Advent... Das letzte Türchen ist gar nicht geöffnet. Meine Güte, ne? Hätte ich fast vergessen. So, Tag 24, frohe Weihnachten. Es gibt am letzten Tag, am 24. gibt es eine Weihnachtsmütze mit Dornen. Wie sieht denn das aus, ne? Knecht Ruprecht haben wir hier. Und Engelsflügel. Die Lore war, glaube ich, schon, oder? Ja, die war schon. Also Engelsflügel, Knecht Ruprecht. Und Knecht Ruprecht, den hauen wir mal hier vorne irgendwo hin, ne? Das machen wir doch direkt mal. So, hier so hin, Knecht Ruprecht. Oh, wie süß. Und er heißt auch Knecht Ruprecht, ist das fantastisch. Das Weihnachtsdorf wird immer schöner. Und hier haben wir so eine Mütze. Wir sind der Yeti, ne? Das ist echt Yeti. Oh, ist das klasse, ist das klasse. Oh Mann, ja herrlich. Die übrigen Kugeln, by the way, könnte man theoretisch hier auch noch so ein bisschen verteilen. Ne? Eigentlich müsste es weiter hier vorne hin. Aber es macht ja kaum Sinn, dass die Kugeln, dass die Geschenke hier schon so fertig sind. Aber, hm. Na, vielleicht arrangiere ich das noch ein bisschen um. Mal schauen. So, aber das war's jetzt für heute. Ich wünsche euch, Moment... Schwert aus der Hand, das passt irgendwie gar nicht zu Weihnachten. So, ich wünsche euch ein frohes Fest, feiert schön und lasst es euch gut ergehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dahin, ciao.